Allein, dass du so ruhig bleibst. Respekt, ich kenne dein Temperament. Ich schwöre, ich kenne dein Pulver. Ich schwöre, mich aber auch krass. Respekt. Ich muss mich auch ohne mal zusammenreißen, mein Puls. Aber Donna, erklär mir deinen Puls. Was ist los? Ja. Mein Problem jetzt ist, dass ihr absolut kritikunfähig seid. Für was? Und gar nicht, ihr versteht gar nicht, worüber wir reden. Ich versuche dich jetzt zu verstehen. Ihr verwerft das einfach. Ja, das ihr hört gar nicht doch, zu. Doch, Donna, ich versuche dich zu verstehen. Deswegen rede ich ja mit dir gerade. Sie versteht es nicht, sie will es auch nicht verstehen. Am Ende bereuen sie es wahrscheinlich auch, dass sie so gehandelt haben. Wenn hier 15 Leute mindestens wahrscheinlich hocken, die es abfacken, hat es schon einen Grund. Wenn 15 hocken hier sitzen, die es abfacken, dann wäre ich jetzt mit dir drin. Eigentlich ja, oder? Fertig, lass nicht weiter diskutieren, wir diskutieren nachher. Ich denke mal, dass auf jeden Fall in der Gruppe jetzt ein bisschen dicke Luft herrschen wird. Und ich glaube, das spielt Carina jetzt schon in die Karten, dass es da so ein bisschen Beef gab, ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Vanessa die gut bearbeitet hat, gut mit denen gesprochen hat. Und ja, dass das einfach der Grund ist, warum wir mehr als 10 Stimmen haben. Können wir jetzt bitte aufstehen? Ich bin gerade auf 180. Ich glaube schon, oder? Ich habe keinen Bock mehr. Ich würde, ohne Witz bei Gott, ich bin gerade so stolz auf mich, wie ich mich beherrsche. Ich weiß, ich kenne das so gut. Weißt du was, nimm von mir eine Zigarette, komm. Ich brauche danach, ich bin mein Bruder, ich heule gerade, weil ich aggressiv bin. Weil das mich so wütend macht gerade. Ich fuck ab, wie man so falsch sein kann. Ich schwöre, Masken fallen und es fuckt mich ab. Sendezeit, Geier, Digga. Sie wollte sich einfach nur aus der Scheiße retten, so. Ich verstehe auch nicht, warum das Nein, die ärgern sich gerade. Ich weiß diese Reaktion aber schon. Aber warum? Die ärgern sich anscheinend, ich kann's nicht nachvollziehen. Weil sie unbedingt einfach wissen wollten, ob ich und der Sasa, weil wahrscheinlich auch ein paar Mädels von denen auf den Sasa stehen oder ich weiß nicht, damit sie das ausschließen konnten, damit sie sich dann weiter in den Rahmen machen können oder wie auch immer. Aber meinst du das jetzt weg? Also safe ist das eines der Gründe, natürlich, klar. Weil er so auf mich fixiert ist und weil er mich unbedingt möchte.